Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge vom Jelly Zoo. Ihr seht schon, hier sind einige Bäume mehr jetzt im Gehege und hier habe ich auch Blümchen gepflanzt. So ganz heimlich. Und die kommen natürlich dann auch hier drüben noch hin. Das machen wir noch. Und ja, ein paar Steinchen sind auch mehr dabei und hier ist auch ein bisschen Rohrschilf. Da sind wir aber auch noch nicht fertig. Das, ja, der Standardsatz, das kommt noch, ne? Ja, aber der Wald ist schon mal etwas waldiger. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist schon mal etwas waldiger geworden jetzt. Und ich zeige euch, was ich noch gemacht habe. Und was heute noch so ansteht. Also zum einen habe ich hier ein bisschen rumgetüftelt, wie man das hier irgendwie so ein bisschen dicht machen könnte. Und ja, momentan sieht es so aus. Ich habe auch hier diese Mauer gesetzt, hier hinten noch nicht so ganz. Ihr seht schon. Ich habe hier was versucht und ja, ich habe dann gemerkt, irgendwie so ganz hat es nicht geklappt. Und dann machen wir das jetzt richtig und zwar richtig zusammen. Huch. Ja, das war jetzt doof. Okay. Also, ich habe hier einen Weg gesetzt und wie ihr seht, man sieht diese Umrandung noch. Warte mal. F für Funzel? Nee, L für Licht, ne? Genau. Und den Weg muss ich etwas niedriger setzen und das habe ich hier schon getan. Allerdings machen wir den vorigen Weg noch weg. Ja, ich dachte, die gehen hier so ringsrum und so ein bisschen, ne? Ich weiß noch nicht genau, ob die von dieser Etage auf diese Etage rüber wackeln dürften, sollten. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das hier aussehen soll. Für Tipps bin ich immer dankbar. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr irgendeine Idee habt. Ob wir hier vielleicht was Gläsernes drüber machen oder eine Brücke oder ja, ein Türmchen hier oben. Das wäre auch cool, oder? Ein Weg von oben? Das würde auf jeden Fall sehr prunkvoll aussehen. Okay, ja. Wir machen mal hier weiter. Weil hier oben könnten noch Vivarien hin. Ich glaube, ein Gehege, weiß ich nicht, wie ich das machen sollte. Dafür ist, glaube ich, der Platz auch zu klein. Aber so ein paar Vivarien hier oben, das wurde ja auch in den Kommentaren geschrieben. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war, Leute. Das ist schon zu lange her. Will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, das machen wir und das ist eine gute Idee. Okay. Ich blende mal die Leiste ein. Ich hatte zweimal das Spiel gestartet bis jetzt und bei jedem Mal bekommt man ja Pünktchen. Also sind hier 200 dazugekommen. Nur für die, die Adleraugen haben. Die fragen sich, wo sind denn die Punkte hergekommen? Ja. Also hier oben eigentlich habe ich schon was gesetzt. Warum zeigt er mir das jetzt nicht an? Ach so, nee, ich hab's. Stimmt. Ja, ja, ich bin natürlich super schlau heute. Ich wollte das euch zeigen, nur jetzt haben wir natürlich dunkel. Weil ich habe gedacht, ich reiße es ab und zeige euch, wie ich das gemacht habe. Ja, wir machen mal Tag. Und zwar mit der altbewährten Methode. Die Uhrzeit ankleben. Mal 14 Uhr, aber hell. So, sehr gut. Weil im Dunkeln lässt sich nicht gut arbeiten. So, hier ist ja dieselbe Höhe wie dort hinten. Und die nutzen wir jetzt einfach mal als Referenz. Und zwar, wenn man jetzt Shift gedrückt hält, also Hochstelltaste, dann können wir die Höhe verändern. Und dann passen wir das so an, dass man das sieht. Ich hatte es eigentlich so gemacht, weil ich dachte, man könnte dann hier noch den Bordstein entfernen. Aber das funktioniert in der Höhe nicht. Das funktioniert nur auf dem Boden. Ja, das war mir nicht klar. So, wir haben jetzt ungefähr so. Die Füße sind dann nicht mehr zu sehen wahrscheinlich. Ja. Aber das ist okay. Weil anders funktioniert es nicht. Ich wollte die halt... Ja, ich wollte nicht, dass man das sieht. Dann habe ich überlegt, ob ich es dann doch akzeptiere. Naja, egal. Ich akzeptiere es nicht. Wir machen es neu. So, jetzt ist halt die Sache... Der dockt ja überall an, ne? Wenn man jetzt aber STRG drückt, also Steuerung, dann dockt der nicht an. Und dann kann man hier wunderbar, wunderbar arbeiten. Ich denke, wir machen das dorthin. Ja, und jetzt sieht man das auch nicht mehr, genau. Okay, hier wird dann die Treppe nach unten führen, so wie ich es vorher hatte. Ich weiß ja noch, wie es aussah. Ich mache jetzt aber erstmal den Weg hier nach draußen.
Jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken. Manchmal springt er halt nach unten. Also ich erkläre es halt ein bisschen für die, die selber auch gerne bauen und wissen wollen, wie das da entstanden ist. So, die können dann halt das auch nachbauen. Okay. Hier, die machen wir weg. Inspektor kommt. Ah, der ist schon da. Okay. Bin ich jetzt eigentlich ja auch neugierig, ne? Ochsenfrosch hatte Nachwuchs. Ja, da müssen wir auch mal die Augen drauf halten. Schaut mal, wie viel Geld wir schon haben. Wow. Ich glaube, dieser Zoo wird nicht bankrott gehen. Schon alleine aus dem Punkt, dass er nicht so riesig wird wie der andere. Also nicht ganz so riesig. Ja, und ganz viele Fressula-Buden werden von vornherein eingebaut. Das habe ich mal so vor, ja. So. Okay, das ist das. Ja, das Ding ist halt, man sieht es dann nicht, ne? Wo man lang gelatscht ist hier. Ich möchte dann von hier auch wieder dort rein, genau. So. Okay, das da funktioniert jetzt nicht so ganz. Das macht aber nichts. Ich glaube, hier muss ich noch einmal klicken, ne? Ui. So. Jetzt kann ich da unten mit J. Hä? Ich habe doch keine Dings drin hier, ne? Wieso macht der da... Okay, wieso will der nicht sich biegen? Das ist die Frage. Geländer an der Hütte im Weg. Gebogenes Gefälle. Ah, ich glaube, das... Genau. Jetzt macht er das auch. Okay, ich habe mich schon gewundert. Was habe ich denn da hier? Jetzt geht's. Okay, das will er jetzt nicht. Ich hoffe mal, der macht mir jetzt hier nicht alles kaputt. Lass mich doch mal hier rein, Mensch. Oh, Gott sei Dank. Das klappt. Ich dachte schon, ich hätte hier alles dann krumm und schief. Oh je, ich muss das von oben gucken. Ja, es ist jetzt ein bisschen gefummel, weil, ne, ich mach's ja im Nachhinein. Wenn man natürlich zuerst die Treppe baut und dann das Gebäude, dann ist das was anderes. Aber hier müssen wir uns jetzt ein bisschen durchwuseln. Ich glaube, das gefällt mir. Na, schaut mal an. Sieht ja sogar besser aus wie vorher, oder? Sieht ordentlicher aus. Ja, gefällt mir. Machen wir. Gut. Das ist sehr schön. Okay, da wird das hier noch ein bisschen verschoben. Das hatte ich ja schon mal gemacht. Das ist gar kein Problem. Habe ich hier noch irgendwo Weg? Nee, habe ich nicht, ne? Ja, gut. So. Machen wir hier mal weiter. So. Und, na. Hier geht's dann raus. Ja. Gut. Das bleibt jetzt erstmal so und ich möchte mal schauen, wie das jetzt mit den Vivarien ist. Beim Bau findet man die. Ja, wir machen heute ganz entspannt. Ganz entspannt bauen. Oh nee, falsch. Einrichtung. So, ganz unten sind die Dinger. So, Gruppe will er jetzt hier auswählen. Gruppe 11. Okay. Okay, da guckt's durch. Kann ich das hier irgendwie... Ja. So. Aha, da sieht man jetzt wieder so ein Stück Weg. Ja, das ist dann jetzt halt einfach so. Ich mach das da nebendran.
Ich weiß nicht, wieso das in die Höhe gehen muss. Ich weiß auch nicht. Aber ist egal. Wir lassen das jetzt so. Achso, und was ich auch schon gemacht hatte, weil ich ja vorher schon den Weg hier hatte. Ich habe hier unten eine zweite Schicht Decke dran geklebt. Die ist quasi jetzt doppelt so dick. Und ja, da sieht man diesen Bereich hier natürlich nicht. Ah, oh, jetzt bin ich weggescrollt. Wir brauchen natürlich auch noch ein Geländer am Weg. Den hätte ich gerne. So. Geländer an erhöhtem Weg, genau. So. Ja, ich glaube, das Gebäude wird ganz hübsch werden. Da auch noch? Nö, oder? Nö, ich guck mal, ob ich da was anderes mache. Jetzt machen wir erstmal hier noch ein bisschen dicht. Da ist nämlich eine Lücke. Ich glaube, das wäre das Ding hier, ne? Mal gucken. Ein Stück weiter vor. Und jetzt kommt das hier noch ein Stück vor. Wenn das geht, ich guck mal. Lösen? Ah, es geht nicht. Okay, dann wird es kopiert. Es ist echt nur so ein Ministück, ne? Naja. So. Jetzt ist zu. Ja, hier kommt irgendwas anderes hin. Damit die nicht runterpurzeln. Und so bleibt es jetzt erstmal natürlich auch hier ringsrum. Da kommt auch noch irgendwas hin. Das machen wir aber nicht jetzt. Wir suchen uns erstmal ein paar Tierchen und ich drücke mal Pause kurz und guck mal, was hier los ist. Ach, die sind zu viele bestimmt. Es sind echt viele. Hui. Ja. Da haben wir jetzt ja genug zu gucken, bevor wir euch rausholen. Ein echter Ochsenfrosch. Guck mal, da hinten ist auch einer. Schön. Da. Ui. Guck an. Ah ne, nach unten wollte ich. Wie das aussieht. Hallo. Na cool. Sind schön animiert. Mir gefällt's. Ist hier unten irgendwo noch einer? Da ist die Pumpe. Naja, die sind wohl mehr oben. Ja, hier ist ganz schön voll, ne? Hm. Huch, ja. Man drückt ein bisschen und dann kommt mehr wie ein bisschen. Screenshot. Gut, okay. Das ist das. Ja, ich weiß schon. Ich wollte gucken. Ah, Bro. Ja, schon klar. Keine Panik auf der Titanic. Feuersalamander ist das Tier mit der höchsten Attraktivität. Na, sowas. So, ich gehe mal zu den Tieren hier. Hier haben wir sie ja. Na gut, wir behalten dich. Schnellhandel. Sehr gut. Brauchen wir euch gar nicht erst aus dem. Also ins Handelszentrum stecken. Na, gefallen sie dir? Hm? Jetzt sind weniger drin. Ach, oder direkt ab. Vivarienhandel. Ich weiß, die Vivarientiere sind vielleicht nicht die spannendsten. Ich finde sie allerdings trotzdem richtig gut. Mir gefallen die. So, Feuersalamander haben wir ja. Das große wandelnde Blatt. Hm. Okay, ich würde sagen, wir nehmen eine Todesotter. Oh, wir nehmen mal dich. Und irgendwann suchen wir dann ein Männchen für die.
Was wir hier nebendran machen, keine Ahnung, Leute. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Wie bitte? Ach so, ja, ich schon klar. Da kann keiner hin. Jetzt immer mit der Ruhe, Leute. Echt jetzt. So, wir holen mal die Farben. Kopieren die einfach. Ah, das ist schon. Gut, das ist dieselbe wahrscheinlich. Ja, heute sind wir mal ganz entspannt hier am Rumwerkeln. Enter drücken, fertig. Machen wir einfach hier auch noch mal schnell. Todesorder. Gut, jetzt wird das noch eingestellt. Ja, so ist gut. Layout ist nichts da. Okay, kann sein, dass ich die noch gar nicht hatte im Zoo. Fenster. Da weiß ich jetzt auch noch nicht genau, mache ich hier noch auf oder nicht. Ich lasse das mal noch. Aber das Fenster auf der einen... Ne, falsche Seite. Genau, die Seite hier. Die machen wir mal zu mit 3D-Fassade. Gut. Und der Rest entwickelt sich. Jetzt machen wir erstmal noch die Mitarbeiter-Sache fertig. Mitarbeiter, Arbeitsbereich und jetzt gucken wir mal. Fressula-Eingang. Genau. Hier, da haben wir schon Vivas. Da gehören die auch mit rein. Was haben wir hier? Oh, das war gar nicht in der Gruppe. Hehe. Zum Glück hat der Arzt letztens trotzdem den Weg gefunden. So, dann ist er jetzt drin. Und wir könnten mal die Mitarbeiter hier fortbilden. Und die hier auch. Ja, wir machen alle. Wir werden sehen, ob es uns das, ob es schlecht ist. Wir werden es einfach sehen. Gut, jetzt gibt es ja nichts mehr zu meckern hier. Und jetzt gucken wir mal. Ja, genau, die Blumen. Die möchte ich ganz gerne noch rüberholen. Können wir mal irgendwie markieren, ne? Nee. Ist das in einer Gruppe? Nein. Das hier ist in einer Gruppe. Hätte er sein König jetzt ausgewählt beim Bauen, das wäre natürlich doof gewesen. Ah, okay, das da ist wirklich ein bisschen doof. Das heißt, ich tue mal alle reinholen. Und tu die demarkieren. Mit STRG gedrückt halten geht es. Und bei denen hier genauso. Genau. Soll ich das auch in eine Gruppe stecken? Ja, ne, machen wir. So, kopieren. STRG und X. Dann schieben wir das alles mal rüber. Ja, sehr gut. Gut, hier an der Ecke muss ich natürlich ein bisschen was machen. So, das Mittelteil muss weg. Ich glaube, das auch, ne? Das sieht ja hier ganz anders aus. Warum hat das hier? Und dann gleichen wir das einfach mal an. So, und hier drüben noch. So, was habe ich denn hinten für Dinger? Habe ich die kurzen? Ne, ich habe die langen. Hier sind kurze. Okay, habe ich doch kurze. Auch wieder STRG und X. Und dann schieben wir das runter. Da sind wir dann auch gleich fertig. Mit dem Stück. So. Ne, ich wollte drehen. Im Winkel drehen, das ist immer gut. So.
Ja, dann haben wir das nämlich immer schön fertig. Wir können natürlich auch Springbrunnen reintun. Ja, wir haben noch viel zu tun hier. Wir sind noch gerade am Anfang. Ja, schön, ne? Kann man doch so machen. Ja, da würde ich mal sagen, wir machen noch ein paar Pflanzen hier rein. Oder machen wir jetzt Springbrunnen? Pflanzen, Springbrunnen. Okay, wir machen Springbrunnen. Das war bei Bau. Spezialeffekte. Keine Baupläne. Das gucken wir mal. Ich könnte, glaube ich, Wasser eingeben. Dann hätten wir die gefiltert. So, Spezialeffekt Wasserfall oben. Wasserfall Mitte. Unter Wasserblasen. Hier Fontäne. Ich gebe mal Font ein. Gut, das ist schon mal die perfekte Höhe. Jetzt können wir eine andere auswählen. Brunnenfontäne, klein. Wasserfontäne. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so kreativ bin. Da kann man bestimmt auch sehr viel Form irgendwie noch machen. Ich mache das jetzt einfach mal so frei Schnauze. Kleine Fontäne. Ui. Hier kommt eine hin. Ja, ich muss nachher gucken, wie es aussieht. Ich weiß es noch nicht. Ich probiere einfach mal ein bisschen, weil so oft habe ich Brunnen auch noch nicht gebaut. Noch mal eine große. Ich sehe vor allem nicht viel, ne? Spritznebel gucke ich später mal. Hier haben wir wieder Mittel. So. 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 Vielleicht sieht es ja gut aus. So, dann hier eins. Zwei nochmal. Klein? Nee, Mittel hätte ich gern. Oder? Ja, egal. Es wird nicht symmetrisch, ich sehe es jetzt schon. Hilfe, es ist nicht symmetrisch. Wie habe ich denn das hier gemacht? Ach so, zwei große. Oh je. Das ist ja nix, ist das. Warte mal, ich muss das anders machen. Ich glaube, ich mache das hier auch weg. Da kommt jetzt eine mittlere hin. Oh, jetzt habe ich natürlich keinen. Die Höhe ist jetzt natürlich, die passt nicht mehr. STRG und X. Und ich... Nein, ich wollte gerade das nicht machen, nicht die Höhe verändern. Runter bitte, ja, irgendwie so. Und jetzt möchte ich gerne das verändern. Bau? Mittel, genau. Genau, so. Okay, das gefällt mir schon besser. Muss es trotzdem ein bisschen auseinanderziehen, glaube ich. Weil das hier ist so kompakt und da wird es nicht symmetrisch. Es geht nicht auf, will ich damit sagen. Es geht dann einfach nicht auf. So, und wir ziehen das jetzt auseinander. Indem ich das jetzt ein bisschen nach... Nein! Nach unten schiebe. Muss ich echt einzeln anquälen, ja genau. Anklicken. Nee, ich möchte mit... Mehrfach. Und das dann? Genau, jetzt geht's. Kann ich das jetzt so machen? Ja. Ich sehe fast nichts, Leute. Nein, nicht. Raus da. So. 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 Die sind markiert. So, jetzt mit X schieben wir das ein bisschen runter. Damit hier ein bisschen Abstand ist, den ich dann hier hinten auch nochmal einbauen kann. Ich weiß, Leute, das ist jetzt vielleicht für euch nicht das Spannendste. Ich versuche es hier echt irgendwie hinzukriegen. Ja, also für mich ist es gerade nicht langweilig, will ich damit sagen. Das da kann schön in der Mitte bleiben. Ist das die Mitte?
Gut, dann wird das jetzt noch markiert und gelöscht. Jetzt wird das markiert. Es regnet gleich hier im Spiel, ne? STRG und Z. Nein, was ist das? Ja, bitte so. Okay, und jetzt mal um die Achse drehen. Genau, mit Winkel. Hat er jetzt gedreht? Ey, das hat man jetzt gar nicht richtig gemerkt. Mal ein Stück runter. Jetzt ist richtig, oder? Tatsache. Leute. Das ist ja schwierig. Na toll, beste Wetter zum Bauen hier. Ich glaube, das kann man so lassen und das muss wirklich noch mehr rüber, noch weiter nach rechts. Nee. So. Boah, ich glaube, man kann das so lassen, oder? Ich meine, nicht 100% natürlich, ist klar. Stückel vielleicht. Ja, aber so geht's doch, ne? Ei. So, das kopieren wir jetzt nochmal komplett. Ach nee, das mache ich später. Da fehlen ja noch die Wellen auf dem Boden. Ja, auf der Wasseroberfläche. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Das dauert jetzt erstmal genug. Huch. So. Ja, wir haben jetzt unseren Brunnen, Leute. Kann man so lassen. So, wir gehen mal ins Trockene. Fällt nicht auf, dass das schwebt, ne? Kann man so lassen. Ach, hier hatte ich was ausprobiert, stimmt. Dann mache ich den Weg nochmal mit Bordstein. Das gefällt mir besser. Ich weiß, es gibt viele, die mögen die Bordsteine nicht und verstecken die und machen dann eigene hin. Kann man natürlich machen. Aber ja, ich finde das hier irgendwie ganz gut so. Ich meine, ich habe das hier quasi auch versteckt. Aber es wird nicht in jeder Ecke versteckt. Das ist, da flirts. Da kriege ich ja einen Föhn hier. Oder wie nennt man das? Bitte flirre nicht. In mein Gesicht. So. Oh, Moment mal. Ich guck mal von oben. Ist das hier im Boden zu sehen? Nö. Okay. Die hatte ich anscheinend schon weggemacht. Aber hier sieht man noch was. Ne, egal. Mache ich jetzt nicht, habe ich jetzt keine Lust zu. Ah, die gehen gucken. Oh, ich habe Spendenbox vergessen, Leute. Das Geld steigt trotzdem. Moment. Moment, ich kopiere die. Ich habe die bestimmt wieder in einer extra Farbe. Natürlich habe ich die in einer extra Farbe. So, STRG und D. Ja, dann halt in den Weg rein. Irgendwie. So. Und hier kommt's. Ja. Dorthin. Okay. Ja, die Füße sind wirklich im Boden. Schade. Wenn man diesen Rand wegmachen könnte, dann wäre das nicht so dramatisch. Aber gut, egal. Egal, egal. So, wir gucken mal, ob noch ein Männchen da ist für die. Für die Todesorder. Ja. Guck mal hier. Lerone. Hammer. Sehr gut. Hm. Ich habe hier auch den Weg getauscht. Wir werden diesen Pfad nehmen. In diesem Zoo. Also anstelle von dem hier, was ich vorher hatte, haben wir jetzt den hier. Der ist viel schöner. Der Naturweg hier, oder? Ja, das ist der, ne? Genau. Der Sand war ja schon vorher da, aber wir können ja dann nachträglich, wenn wir den Weg benutzen, den Sand hinmachen.
Ich habe auch den Weg hier ein bisschen umgeändert gehabt. Da sieht jetzt halt ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so komisch aus. Hat vorher drei Ausläufer gehabt hier quasi. Das fand ich so schön. Ja. So. Gut. Ja. Ich würde mal sagen, das war's mal für heute, Leute. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Euch noch viel Spaß bei einem anderen Video. Und bis bald. Ciao.